Hey Leute, willkommen zu Video Nummer 7. Etwas verspätet, tut mir leid, ich hatte ein bisschen was zu tun. Mein Name ist Bubo und wir starten direkt durch. Was für eine tolle Season 13. Ich nehme meine Kritik vom letzten Video halb zurück. Ihr habt wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet. Also das soll $10 oder 10 Euro sein und dafür bekommen wir so viel. Hätte ich so nicht erwartet. Es gab natürlich wieder viele, die schon nach 24 Stunden direkt wussten, dass alles perfekt ist oder auch nicht oder das ist böse und das. Ich lasse mir da immer ein bisschen mehr Zeit, liebe Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer. Weil das ist meine Art und Weise, weil ich brauche ja auch ein bisschen Zeit, erstmal mich reinzuspielen, mich reinzudenken, geheime Missionen nicht vorher mich spoilern zu lassen, selbst zu erleben. Zum Beispiel 30 Minuten an einer großen geschlossenen Tür zu stehen, so ähnlich wie im Tron-Film, aber da geht's eher auf. Jo, was soll ich sagen? Die Kajatl, die ich so ein bisschen verteufelt hatte wegen ihrem Aussehen, ja, das Kabalkindchen, würde ich fast sagen, ist ja kein Kind mehr, aber die Tochter von Kallus. Die macht einen guten Eindruck, zumindest von ihren ganzen Übertragungen, die man so ein bisschen während der Battlegrounds, die ich im Übrigen sehr, sehr lustig finde zum Wiederspielwert. Man kann so ein bisschen seine Waffen und seine Abilities testen, ob man gut ist, schlecht, wie auch immer. Das wirkt schon ziemlich cool alles, also gar nicht mal so schlecht. Das wird ein reines positives Video, glaube ich, weil es gibt nicht so viel Negatives. Darum fange ich erstmal mit den Negativen direkt an, weil das ist schnell weggespult. Die geheime Mission, die jetzt nicht mehr so geheim ist, auf dem Raumschiff mit dem Notsignal, so à la Alien 1 ein bisschen, ziemlich cool, hat uns allen richtig zugesagt, oder? Boah, ich hatte Gänsehaut, das sage ich euch. 30 Minuten, wie gesagt, an der Tür und dann erstmal rauszukriegen, außen lang, das Weltall. Die ganze Atmosphäre zu spüren und dabei noch irgendwas zu erspielen, das war schon ziemlich geil gemacht. Bungie, wirklich extrem Lob hier an der Stelle. Kann man einfach nicht besser machen und vor allem nicht für den Preis. Ja, damit hat ja niemand gerechnet. Das Einzige, und da komme ich zum Negativen, ist halt, dass keiner getestet hatte, dass der Loot, die Knarre am Ende, ja, kein Pinnacle ist, wenn man die nochmal läuft und ja, muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein. Ist natürlich für die ein bisschen schade, die so schnell hochleveln wollen oder so, aber zu denen gehöre ich eh nicht. Ich bin, glaube ich, was ist das höchste? 3, 13, 15 vom Power Level her. Von daher mache ich mir nicht so viele Gedanken drüber. Aber das nehmt es nicht als negativen Punkt, das ist einfach ein Testfehler oder wie auch immer. Die Atmo, die hat mir richtig gut gefallen, auch mit den neuen Buffs der Dunkelheit und so. Ja, wir merken schon ein bisschen, wo die Reise hingeht, ne? Wenn du da irgendwie alleine, ich war mal kurz allein drin in der Mission, dann mit einem Kumpel dann später. Oh, du kriegst schon, das hat schon ein bisschen Horrorcharakter, teilweise. Also nicht die allerbeste, die sie jemals gebaut haben, das kann ich nicht sagen, weil dafür ist die Whisper of the Worm auch ziemlich geil gemacht oder die Zero Hour. Leider mit einem Timer versehen, das macht es natürlich wieder negativ für viele, viele, viele Menschen. Ja, kommen wir mal weiter. Battlegrounds an sich, ja, selbstredend, ja, du musst die ganzen Waves da weghauen und so weiter, aber das ist ziemlich cool, weil man sieht auch sehr deutlich, wenn man im Matchmaking ist, dass sehr, sehr viele Spieler, die müssen noch nicht mal neu sein, die verstehen halt noch gar nicht so richtig ihre Abilities oder ihre ganze Rüstung richtig zu modden oder zu nutzen. Hat mich dann ein bisschen Zeit manchmal gekostet. Manchmal war es ziemlich schnell, da waren wir, weiß ich nicht, ein paar Minuten sofort durch oben beim Boss und ja, du spielst das auf Europa, jetzt auf dem Kosmodrom und ich glaube auf Nessus war das, ne, am Anfang, ja genau. Und das ist ziemlich gelungen. Also kann man nicht drüber meckern. Was mir richtig cool gefällt in der Season 13 sind die neuen Exotics. Ich habe mir für den Warlock diesen Mantel geholt. Ich weiß den Namen gerade nicht aus dem Kopf. Ich hätte es mir vielleicht mal notieren sollen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, wo man halt die Super immer wieder auflädt. Und wenn du das bestimmte Perk hast, ich glaube im Englischen heißt das Trash mit E, nicht mit A, ein kleiner Joke, das ist ziemlich cool, weil du hast eigentlich, wenn du die Waffe, also ich habe eine Shadow Price mit Arc Damage, die hat Trash drauf und Ammo Overflow. Jetzt haltet euch fest, ich habe 82 Murmeln in der Kiste, ja, die kann ich durchballern und wenn ich einen Arc Fokus ausgerüstet habe, ist mein Super, wenn ich den Intellektwert auf 100 zimmere mit meinen Mods, ich glaube in 30 Sekunden oder so habe ich immer meinen Super.
Kommt natürlich darauf an, ob du alle triffst und so weiter. Gibt es dann noch mehr Mods, die man nutzen kann bezüglich Elemental Damage. Aber das ist mal richtig gut überlegt von Bungie, wo du sagst, da muss ich unbedingt mal rein, solo. Ich hatte 5 Runs auf der Perdition, dem Lost Sector. Ich glaube, Verderben heißt er im Deutschen. Und jo, das lohnt sich dann mal zu holen. Für den Titan habe ich es aus Zeitgründen nicht geschafft, weil viel zu grinden und so weiter, ein paar Leuten noch geholfen. Das macht schon richtig was her. Also es ist richtig cool. Also das Trash-Perk nicht vergessen. Ansonsten ladet ihr eure Super, ja, immer langsamer auf. Nochmal erwähnt, das muss ich sagen, alles für 10 Euro, Leute. Ja, wir diskutieren ja immer bei... Können wir uns eine PS5 kaufen oder eine Xbox, wenn es denn mal verfügbar ist in Deutschland, so richtig mit normalem Preis? Ja, was soll ich sagen? Also da kann man nicht meckern. Da gibt es auch keinen Grund, auch wenn der PvP unangetastet ist mit dem paar Trials-Änderungen. Wir müssen nicht in jedem Video drüber reden, dass der PvP tot ist. Er ist tot auf dem PC. Es macht auch keinen Spaß, aber ich sehe das bei den Top-Streamern. Selbst Grenada Jake sagt das dauernd, das geht so nicht weiter. Frostball, die ganzen Top-Streamer, die sagen, nee, kein Bock. Auch wenn ihr nur 3 Viewer habt, selbst Small-Streamer sagen dann, nein, ich mache da nicht mehr mit. Ich spiele das nur noch wegen dem Loot ein bisschen und aus Spaß. Die Cheater-Problematik ist einfach zu groß. Nur das abzudecken mit 10 Euro halte ich auch ein bisschen für unsinnig und unrealistisch, dass das Bungie uns als Geschenk macht. Ich bin kein PvP-Superspieler, also von daher kann ich damit leben. Ja, kommen wir mal weiter. Was mir sehr gut gefallen hat, auch bei der Secret Mission, die ich am Anfang erwähnte, war die Lore, also die Geschichte über die Dunkelheit und Kallus und auch den Hüter, den wir eigentlich retten sollen, der dann zersetzt von den, ich nenne es mal, Plans of Darkness war. Und dann wurde ich gespoilert. Also schaltet jetzt ab. Ich spoilere euch auch ein bisschen was. Man hat unter dem Raum durch irgendwie Glitchen oder wie auch immer, ich habe da nur ein kurzes Video leider gesehen, die Crown of Sorrow gefunden, die Krone des Leids. Jetzt habe ich mich gefragt, das war ja ein Raid von der Menagerie damals, ja, muss man sich mal vorstellen, war ja eigentlich eine der besten Seasons für die meisten Spieler. Wie kommt die Krone dahin? Welchen Zweck erfüllt das? Ist das vielleicht für eine Catalyst-Mission später etc.? Da ist momentan auf Raid Secrets, auf Reddit richtig viel los. Die Leute, die diskutieren und so. Und das macht halt wirklich Spaß, ja, da immer mit reinzukommen und mal eigene Ideen zu haben, auch wenn sie nicht stimmen. Aber am Ende hat es Bungie wieder geschafft, die Leute klick, klick, klick anzutasten und der Wiederspielwert ist komplett gegeben. Und ja, der Pinnacle Grind jede Woche, das ist völlig, ich sag mal, egal, wenn es dann gefixt ist, dann ist es doch okay. Aber insgesamt mit dem Raumschiff so, mit dem Notsignal, das war schon alles top. Und dann die ganze kleine Hintergrundgeschichte, die man mit verdeckten Sachen freischaltet und sich durchlesen kann. Und da gibt es wohl noch mehr Geheimnisse. Wir werden das mal im Auge behalten, aber richtig, richtig gut. Also wenn ihr die noch nicht gekauft haben solltet, holt euch das. Das lohnt sich wirklich. Da habt ihr mal richtig Bock, mit euren Kumpels oder selbst solo reinzugehen, was natürlich eine Ecke schwerer ist. Aber die Puzzle sind zu machen. Also das ist richtig gut. Ja, was bleibt noch? Und zwar gab es ja hier einen großen Aufschrei im Positiven. Bungie postet das überall. Ich glaube, da gibt es 2 Milliarden Videos nach 20 Minuten, wo die News rauskam, dass Bungie aufrüstet, nenne ich es mal. Ja, wir müssen mal sehen, was davon übrig bleibt für die Zukunft von Destiny, weil der Justin Truman, den kennt man vielleicht aus den ein oder anderen Vidoc, müsst ihr mal auf YouTube schauen, der macht das eigentlich ganz gut und vor allem in Ruhe, weil ich glaube, der Luke Smith hat so viel Kritik bekommen, der wird jetzt als Overseas Director oder sowas genommen mit dem Mark Noseworthy, dass sie so ein bisschen die ja, Übersichtshoheit haben. Muss uns ja nicht weiter kümmern, weil ich glaube, als Spieler sollten wir uns nicht immer, ich habe das ja schon mal erwähnt, ja, wie soll ich es positiv ausdrücken? Wir sollten uns nicht anmaßen, wie ein Unternehmen zu denken, sondern wir sind der Verbraucher, wir sind der Spieler. Was interessiert mich das? Was hätte sein, hätte Fahrradkette, sage ich auch immer in meinen Videos. Wir können uns ja gar nicht reindenken, was die Direktiven oder CEOs am Ende entscheiden. Auch jetzt mit den Aufrüsten sieht man, dass die überhaupt keinerlei finanzielle Probleme haben. Das hat, glaube ich, weniger mit den 100 Millionen oder 200 Millionen Dollar aus China zu tun oder wo die herkamen für das nächste Projekt, Matter oder was auch immer.
Was mich gewundert hat, ist, dass die Zukunft von Destiny weitergeführt werden soll und auch in anderen Medien, also vielleicht eine Serie auf Prime, Netflix etc., vielleicht ein Kinofilm oder so. Das wäre natürlich eine coole Sache, würde natürlich das Universum ein bisschen beschneiden, weil in einem Film, könnt ihr euch ja denken, muss die Geschichte bis zum Ende erzählt werden, und da wir Destiny weit entfernt sind von einer Auflösung, habe ich so meine Zweifel, dass es ein Film wird oder vielleicht ein Dreiteiler. Ich gehe eher von einer Serie oder vielleicht von einem Comic, einem größeren Comic oder so aus. Lassen wir uns überraschen, einigen wir uns darauf. Zumindest ist die Aussicht auf Witch Queen doch jetzt recht positiv, da so viel mit der Secret Mission auch so kam, dass man geteasert wird, was alles möglich wäre. Und man sieht es ja, ich bin das mal in dem Video mit ein, wo man das Ende von Beyond Light quasi, wo man an die Statue hochkommt, wo Eris dann, ne, ihre Fühler reinstreckt etc. Man kennt die Szene auswendig. Was ich mich immer gefragt habe, was ist das eigentlich alles? Ist das nun die Dunkelheit? Ist die Dunkelheit immer dunkel? Und da kommen wir mal auf ein Thema zurück, was ich mit Texochip besprochen hatte. Wer sich ein bisschen im Universum, also im Echten, auskennt, der wird wissen, dass eigentlich der größte Teil, rein rechnerisch, auch hat die NASA schon seit Jahren bestätigt, schwarze Materie ist quasi. Also Null Materie, ja. Also es gibt normale Materie und dann gibt es natürlich Dark Matter. So, wahrscheinlich, ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich fundiert dann das nächste Spiel darauf. Ich kann es nur annehmen und hoffen in irgendeiner Hinsicht, weil das wäre mal sehr interessant. Und im Übrigen gebe ich noch einen Tipp. Es gibt einen Ausschnitt, den binde ich hier nicht ein, weil ihr müsst euch das komplett angucken. Ich kann das gerne in der Beschreibung verlinken. 2013 gab es eine schöne CDC, ja, GDC, Games Development Conference von Bungie, wo Chris Barrett, den kennt man ja auch, der arbeitet ja an den neuen Titel mittlerweile, gesagt hat, er hat sich ein bisschen versprochen am Ende, wir werden aus unserem Sonnensystem von Destiny irgendwann komplett rausgehen und ins richtig große Universum. Also das heißt, er hat schon einen kleinen Ausblick gegeben, weil es ist ja auch schon über ein Jahrzehnt geplant, das Spiel. Also von daher überraschen lassen. Es wird sehr interessant wahrscheinlich. Und wir wären doch sowieso alle mit 10 Freunde, oder? Was sagt ihr? Jo, was habe ich noch auf der Liste? Ja, der Sepik Strike, ja. Das war zum Beispiel für mich eine Überraschung. Ich bin ja immer so ein Kritiker von Recycling, Shadow Price als Nightfall Loot. Mann, ich habe das Ding, glaube ich, 50 Mal oder so gespielt. 50, 60 Mal einfach, um Leuten zu helfen, um selber an die Waffen zu kommen, zu sehen, was für Perks drauf sind, wie das genannte Trash Perk und das zu supporten mit dem neuen Exo. Leute, der ist richtig gelungen, oder? Der macht Spaß, der ist gar nicht so leicht als Dämmerungsstrike gewesen. Da musste man schon ein bisschen gucken, aber es war nicht frustrierend. Also mir haben die Neuerungen sehr gut gefallen, man konnte nicht durchrennen oder sonst irgendwas. Richtig, richtig gut. Ich war komplett überrascht. Auch hier, Bungie, danke. Kann man einfach auch mal positiv erwähnen. Gut, ich sag mal, Shadow Price und so, ich hatte es ja kritisch angesprochen in meinem letzten Video auch schon mal oder davor. Das mit dem Recycling ist nicht glücklich, das wissen wir alle. Aber wenn man es so verpackt, dass man keinen Nachteil davon hat, also ich spiele einen recycelten Strike, okay. Dann bekomme ich random eine recycelte Waffe, okay. Wenn der Wiederspielwert aber gegeben ist, also der Spielspaßfaktor höher ist als wie das von dem Recycling an sich, dann überzieht das ein bisschen aus meiner Sicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich sagte es ja, für $10 oder 10 Euro hast du ein gutes, halb recyceltes Paket, was aber Neuerungen mit sich bringt, die wiederum Spaß machen. Klingt ein bisschen wirr, aber ich weiß. Nur so funktioniert es ja auch bei anderen Spielen wie Fortnite etc. Die packen da einen Skin rein, den schon mal gar eine andere Farbe drauf und schon sind alle glücklich. So ganz schlecht macht es Bungie in diesem Fall nicht, muss man wirklich sagen. Insgesamt, ich mache die Battlegrounds. Ja, ich hatte ja vorher gesagt, nee, ich mache die Challenges nicht. Ich versuche mal den Bogen andersrum zu ziehen. Aber ich spiele die dann trotzdem, weil das irgendwie vom Sinn her gegeben ist, dass du dich darüber freust, dann trotzdem das Ding aufzuleveln auf der Helm, also an dem Kriegstisch oder wie auch immer. Das ist schon in Ordnung, weil du bist ja eigentlich kurzzeitig beschäftigt. Du willst das sehen, das neue Gebiet, sagen wir mal im Kosmodrom, und das spielt sich eigentlich für mich am besten,
weil die Gebiete zwar sich ähneln, aber von der Mechanik her bleibt das zwar gleich, nur du hast dann so eine Art Schub, wie beim Kosmodrom, dann ist alles so beengt ein bisschen. Könnt ihr vielleicht verstehen. Auf Europa ist das alles weit auseinandergezogen. Also da kannst du ganz anders agieren und am Ende hast du da so ein, unten, das ist aus dem normalen, ich glaube aus der Story-Mission rausgeportet, genau. Das Areal, das ist dann auch wieder beengt, aber da ist es ein anderer Boss. Was ich eigentlich sagen will, ist, man hat versucht mit wenigen Mitteln Abwechslung zu bringen. Und das ist durchaus positiv zu bewerten. Da muss ich jetzt nicht rumschreien. Was ich negativ bewerte, nochmal am Ende, ja, das sind so die Leute, die keinen Bock haben, die joinen rein und bleiben einfach stehen. Und ich glaube, dass der Timer ist in Teilen verbuggt. Die bewegen sich kurz und bleiben sie wieder stehen. Also die AFKler machen das eigentlich so ein bisschen kaputt. Da müsste es so eine Direktive geben, um die direkt nach, weiß ich nicht, 30 Sekunden, egal ob das und das passiert ist, einfach rauszukicken, um das Verhalten zu scannen etc. Aber das ist nicht so ein großes Ding, ist mir nur 2-3 Mal passiert. Also insgesamt Season 13, klipp und klar, richtig guter Content. Ich habe echt Bedenken, wie die das steigern wollen, weil wir haben ja dann so eine Art Sommerloch so ein bisschen, aber das soll ja jetzt nicht die Sorge sein. Man kann ja einfach auch mal ein Video machen und Danke sagen für den ganzen Content, den man erlebt. Ich habe noch nicht alles genau gesehen und die ganzen Geheimnisse, weil ich versuche dann nicht immer irgend so ein Datto- oder Houndish-Video anzugucken, um alles zu wissen. Ich wäre gern mal so ein, wie bei HM05, falls den noch jemand kennt von Destiny 1, da habe ich jetzt wieder reingeklickt und den Tipp gegeben, mal die Story nach der Reihenfolge durchzuspielen und dann zu leveln etc. Und dann macht das schon wieder Spaß. Also gucken wir mal, was demnächst dann auf uns zukommt. Ich sage einfach mal Danke an Bungie, danke an euch Leute. Es sind echt viele Spiele dazugekommen und bleibt weiterhin so positiv. Ich hoffe, die machen was am PvP, dass noch die andere Seite das Licht erlebt. Und ja, dann sehen wir uns bei Video 8 irgendwann. Mein Name ist Bubo und damit ist Ende im Gelände. Macht's gut, bleibt gesund.